Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Astronomieschule Oliver Debus. Ich bin Oliver Debus. Heute möchte ich mich mal mit der Frage beschäftigen, die mir vor einigen Tagen gestellt worden ist, nämlich der Frage, was ist eigentlich der Morgenstern? Wenn wir jetzt im Frühjahr 2015 nach Sonnenuntergang an den Abendhimmel blicken, dann sehen wir sehr bald im Westen einen sehr hellen Stern leuchten. Das ist der Abendstern. Kenner wissen natürlich, dass der Abendstern im eigentlichen Sinne kein Stern ist, sondern ein Planet, nämlich der Planet Venus. Die Venus ist von der Sonne aus gesehen der zweite Planet in unserem Sonnensystem. Das können wir hier an diesem Modell sehr schön sehen. Hier haben wir Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Haben wir also unsere acht Planeten plus Pluto und die Venus als zweiter Planet. Die Planeten bewegen sich in einer gewissen Zeit um die Sonne herum, was wir dann auch am Abendhimmel sehen können. Zurück zur Venus, die wir jetzt am Abendhimmel schön sehen können. Was wir dort sehen, auch in dem Modell einigermaßen gut zu sehen, die Sonne mittlerweile untergegangen und die Venus wird von der Sonne angestrahlt und genau das können wir jetzt sehr schön am Abendhimmel sehen. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Was ist denn der Morgenstern? Wir haben jetzt kennengelernt die Venus als Abendstern, aber damit wissen wir noch nicht, was der Morgenstern ist. Nun, der Morgenstern ist auch wieder die Venus, die aber jetzt am Morgenhimmel zu sehen ist, nämlich vor Sonnenaufgang. Was passiert in den nächsten Wochen und Monaten, das kann man hier zum Beispiel im Himmelsjahr schön nachlesen. Dort gibt es am Ende diese wunderbaren Grafiken, die ich jetzt hier einfach mal reinhalte. Auf dieser Seite sieht man, wie sich die Größe der Venus verändert und wir sehen hier, wie wir die Venus derzeit sehen, wie die dann immer heller wird, immer größer wird, aber auch wir weniger von der Venusscheibe sehen und dann im August herum, dann wird die Venus vor der Sonne vorbei wandern und wir werden die Venus nicht mehr sehen können. Erst dann im September wird die Venus dann am Morgenhimmel zu sehen sein. In dieser Grafik hier können wir dann recht gut sehen, was von der Erde aus eigentlich zu sehen ist. Sehen hier die verschiedenen Planetenkonstellationen. Derzeit befindet sich die Venus von uns aus in der östlichen Elongation. Das heißt, sie ist östlich von der Sonne zu sehen. Das bedeutet, sie ist am Abendhimmel zu sehen. Dann wird sie auf ihrer Bahn in den nächsten Wochen immer mehr auf die Sonne zulaufen, bis sie dann im August in der unteren Konjunktion stehen. Von uns aus gesehen also vor der Sonne. Und dann läuft sie weiter, bis sie dann in der zweiten Jahreshälfte in der westlichen Elongation, also am Morgenhimmel, schön zu sehen ist. Ich will das hier nochmal an diesem Modell verdeutlichen. Wir haben jetzt hier also die Venus. Ich lasse einfach mal die ganzen anderen Planeten stehen. Wir betrachten nur die Bewegung der Venus. Natürlich bewegt sich auch die Erde noch mit und alle anderen Planeten. Also, jetzt sehen wir die Venus am Abendhimmel. Dann bewegt sie sich weiter und wir sehen jetzt, wenn ich das mal drehe, dass eben die Erde und die Venus auf einer Linie stehen. Das heißt, von der Erde aus gesehen sehen wir die Venus vor der Sonne. Und jetzt wandert sie weiter. Was wir jetzt sehen können, hier sehen wir die Erde und die Venus. Wir betrachten von der Erde die Venus und sehen die Venus eben jetzt westlich von der Sonne.
Und wenn die Erde sich dreht, dann sehen wir am Morgenhimmel, wenn es dämmerig wird, noch als letztes die Venus, bevor dann die Sonne aufgeht. Zum Schluss nochmal die Zusammenfassung, also das, was wir jetzt im Frühjahr 2015 als Abendstern sehen, das ist die Venus. Und was wir dann in der zweiten Jahreshälfte 2015 als Morgenstern sehen werden, das ist wieder die Venus. Die Venus ist also von uns aus betrachtet einmal abends als Abendstern zu sehen, weil sie sehr hell und auffällig ist. Und dann einmal später oder früher als Morgenstern, wenn sie eben am Morgenhimmel vor Sonnenaufgang sehr hell zu sehen ist. Das war's soweit von mir zu der Frage, was ist der Morgenstern? Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und wir uns dann bei dem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, Ihr Oliver Debus.